Hallöchen! So, heute das Review möchte ich es nicht nennen. Ich nenne es einfach mal ersten Eindruck oder kleines Review oder sowas werde ich das Ganze nennen. Und ja, wie gewohnt, das Intro und dann geht's weiter. So, wir fangen einfach mal an. Bei der Funke hatte ich ja schon im Unboxing gesagt, bewährte Technik. GT2 Technik, hoch. ja, ist bekannt. Man hat hier diese normalen Einstellungen: Steering Trim, Throttle Trim und Dual Rate. Steering Dual Rate. Und da kann man hier nach oben natürlich dann noch umstellen. Das erkennt man nicht so wirklich. Aber vertraut mir. Was ich im Unboxing nicht erwähnt hatte, dass sie vier Batterien braucht. Ich habe es hier. Discounter-Batterien drin, die tun ihren Zweck auch. Ja, befeuern tue ich den Schakal mit einem Brain Energy Lipo. Das ist ein 5200er Hardcase. Passt perfekt rein, zeige ich euch aber gleich dann nochmal. So, das ist Auto. Reifen habe ich abmontiert, weil ich gerade von draußen komme. Habe den jetzt nochmal so ein bisschen sauber gemacht und wollte euch jetzt ein sauberes Auto zeigen. Da erkennt man auch die Kratzer ein bisschen besser. Und so, Kameraposition ein bisschen geändert. Ich wollte es einfach ein bisschen gemütlicher machen, weil das Video wird ja schon ein bisschen länger dauern. Ja, als Hilfsmittelchen nehme ich jetzt hier mal meinen Aeromax Honeycamp Dreher 1,5 mm, um euch so ein bisschen besser detailreich zu zeigen, was ich denn meine. Fangen wir erstmal so an, was man jetzt hier sieht. Auto an sich, Karo. Er hat jetzt circa 6 Akkuladungen, glaube ich, hat er jetzt weg. Und ich denke, da kann ich mir schon so einen ersten Eindruck erlauben. Vorweg, Defekte gab es keine, was ich schon mal ziemlich cool finde. Aber ja, wir kommen da mal ein bisschen näher drauf ein. Also Dach, hier haben ein paar Kratzer. Wenn er dann doch mal im Slide Grip kriegt, kippt er halt doch schon mal um. Da sieht man, hier ist so eine Stelle, wo dann schnell die Karo wohl brechen wird, weil hier drunter ist so ein Nupsi wie hier und der drückt dann natürlich hier oben auf die Lexanplatte und wird sich dann irgendwann durchschubbern. Wird sich aber dann im Langzeittest bemerkbar machen. Sonst außen, der Bumper ist richtig gut, der macht seinen Job. Habe jetzt schon ein paar heftige Crashes gehabt, bin auch schon ein bisschen gesprungen, ist nicht so extrem wie mit meinem Kyoshu, aber ein bisschen gehüpft, sage ich mal, bin ich schon. Und ich denke mal, ich zeige euch mal die Unterseite. Ich denke mal, ich habe die Dämpfer gut eingestellt, da es kaum Kratzer unten gibt. Also ich habe die jetzt so eingestellt, dass sie schön weich einfedern, dass das Vorbild, was das Auto ja auch behalten soll, bleibt und nicht irgendwie rumhoppelt oder sowas, sondern dass er schön ein- und ausfedern kann. Aber er schlägt halt nicht durch. Man sieht hier nicht wirklich viele Kratzer. So ein paar, ja, hier an den Links zum Beispiel, ja. Kommen wir gleich mal hier hinten, wenn wir gleich mal hier sind. Zu den Antriebswellen, also die Kunststoffwellen hinten oder die eine Kunststoffwelle hinten. Die ist noch komplett intakt. Hat kein Spiel oder sowas. Ihr seht das hier in den Pins. Ich kenne das ja von Traxxas früher. Die sind dann irgendwo nach einer kurzen Zeit schon ausgeschlagen. Aber hier nichts. Keinerlei irgendwie oder hier Spin drin oder sowas. In der Antriebswelle selbst nichts, wie es bei Axial zum Beispiel der Fall ist. Also ich glaube, der Motor ist ja echt gut gewählt für das Auto. Wie gesagt, ein Racer oder Basher ist er halt nicht, aber ja, ich meine, wenn man sich das Auto kauft, will man ja auch so eine Art Auto haben. Also für Basher oder sowas ist das natürlich nichts, aber das weiß man natürlich auch vorher. Hinterachse hat ein paar Kratzer abbekommen, ist ja vollkommen normal über Stein oder sowas. Da kann man nichts Schweres sagen. Was ich auch im Unboxing nicht erwähnt hatte, dass er Alu-Mitnehmer hat, vorne und hinten. Die sitzen hier auf so einem Splint und sind, das lässt sich schwer drehen, und sind hier nochmal mit einer 1,5 mm Mahnschraube gesichert. Radmatten sind drauf, Räder habe ich noch da, die zeige ich euch dann gleich. Sonst Unterseite ist mir eigentlich so nichts negativ aufgefallen oder so. Ich kann euch mal hier vorne zeigen. Nicht kann man das erkennen. Hier hatte ich einen extrem krassen Einschlag.
Es ist auf beiden Seiten. Hier sieht man es auch. Da ist eine richtige Kerbe drin. Im Querlenker war der relativ weiches Kunststoff. Ich habe keine Ahnung, wo das passiert ist. Aber auf jeden Fall sind hier zwei richtig krasse Kerben drin. Das sind aber auch die einzigsten. Keine Ahnung, wo das passiert ist. Hier ist gar kein Kratzer. Das sieht noch aus wie neu. Kann ich mir echt nicht erklären. Aber auf jeden Fall sind sie halt da. Hier sind noch so ein paar kleine Schrammen von Steinchen und sowas. Aber ja, passiert halt im Vorbetrieb, ne? Was mir aufgefallen ist, ich mach mal den Deckel hoch. Gucken, ob ich euch das irgendwie zeigen kann. Ich mach mal so hier. So hier, vielleicht erkennt man das. Das ist gerade ein bisschen schwierig hier. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Hier ist. Kann man das erkennen? Ich sehe es schlecht in der Kamera. Hier ist eine Abschürfung an Querlenker. Ist auf der anderen Seite ebenfalls. Und zwar kommt das vom Lenkhebel. Der schleift, der dutzt hier unten ein bisschen auf. So ganz leicht dutzt er hier immer auf und ble also bleibt nicht hängen, aber er schrammt da lang. Nach ein paar Fahrten hat sich das dann erledigt, wie jetzt, aber am Anfang habe ich gemerkt, dass er da immer so einen kleinen Knackpunkt hat. Da der Servosthebel auch ein bisschen weich eingestellt ist, hat er dann an der Stelle immer so ein paar Problemchen gehabt. Das ist so eine Sache, die mir negativ aufgefallen ist, auf jeden Fall. Klappt man das Ganze mal hoch. Die Mechanik hier hat keinerlei Probleme gemacht. Also dieser Kippmechanismus meine ich damit. Hier haben wir dann, oh, hier ist sogar noch ein Blatt drin. Hier ist dann, wie gesagt, das Batteriefach. Da passt normaler Hardcase perfekt rein. Zack. Könnte noch ein bisschen größer sein. Aber passt, wie gesagt, perfekt rein. Wird auch schön festgehalten hier. Da passiert dann nichts mehr. Also alles wunderbar. Wie gesagt, das ist jetzt ein 5200er. Ein Ticken größer könnte er noch sein. Aber ja, wie gesagt, reicht im Prinzip auch. So, dann, was ich noch gesagt hatte oder schon angesprochen hatte, der Servosaver. Der ist ein bisschen weich eingestellt. Im Stand auf, wie zum Beispiel jetzt Rasen, feuchten Rasen oder hohen Gras, sagt man einfach mal, merkt man, dass der Servo selber anspringt. Da stehen die Räder noch ein bisschen schräg, obwohl das Servo schon in der Nullstellung ist. Das ist so ein kleiner Knackpunkt. Ja, weiß ich nicht, ob man den einstellen kann. Ich habe bis das Auto noch nicht irgendwie probiert, irgendwas dran zu machen und auseinandergeschraubt. Der ist wirklich immer noch so stock. Ja, das ist halt so eine Sache. Elektronik macht ihren Dienst. Lüfter funktioniert, Motor wird nicht übertrieben heiß oder sowas. Man sieht auch hier, wie der Regler schön vergossen ist. Oder auch nicht. Ich habe gar keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob man es erkennt. Mal kurz gucken hier. Ja. Sieht man halt, dass er schön vergossen ist. Hier ist der An- und Ausschalter. Der ist auch gut positioniert. Da kommt man hier schön durch die Scheibe. Klack, klack, kommt man da schön ran. Das ist auch gut gemacht. Wo ich am Anfang Bedenken hatte, dass diese Lenkung, dieses Gestänge hier und alles, so einfach ist, aber es funktioniert tadellos. Ich hatte, wie gesagt, keinerlei Probleme. Die Antriebswellen hier drin, die Kunststoffwellen, die sehen ebenfalls so aus wie hinten. Da gibt es auch keinerlei irgendwie, wie sagt man denn? Ich habe das Wort schon wieder vergessen. Ermüdungserscheinung oder irgendwas dergleichen. Alles gar kein Thema. Scheiß Fliege. Alles gar kein Thema. Funktioniert alles tadellos. Servo, ich habe keinerlei Probleme gehabt, dass irgendwas ausgefallen ist oder sowas. Ja, an und für sich ist das Auto echt genial. Es macht Spaß. Man muss natürlich bedenken, es ist ein 1:10er, er ist nicht besonders groß. Wie gesagt, es ist kein Bäscher, ist auch nicht überragend schnell, aber er macht definitiv Spaß. Ich weiß es nicht, wann ich das Video hier online stelle.
Ich glaube, vor dem Running-Video, weil es kommt noch ein Running-Video, ein zweites. Das hatten sich ja einige Leute gewünscht und das wird auch so gemacht. Ja, jetzt kommen wir mal zu den Reifen. Hier haben wir einen Reifen. Die Mitnehmer sind gut. Keinerlei Abnutzung oder irgendwas dergleichen. Vom Grip her, ja, also im Sand, okay. Straße, bei trockener Straße sind die echt auch okay. Da kann man echt nichts sagen. Auf Gras, also es sind Allround-Reifen. Kann man so sagen. Aber vom Grip her mittelmäßig. Also da lohnt es sich eventuell dann doch andere Reifen zu holen oder anderes Profil. Da muss man sehen, was da am besten einem gefällt oder was man denn braucht, wo man denn am meisten damit fährt. Aber von der Sache her an sich, als RTR-Reifen sind die gar nicht so verkehrt. Also da habe ich schon weiß Gott Schlimmere gehabt. Wie gesagt, auf nasser Straße ist es Driften. Also nasse Straße können die Reifen gar nicht ab. Dann ist es dann echt nur noch reines Driften. Das ist, glaube ich, ein Vorderreifen. Ich kann mal noch die anderen holen. Hier haben wir zum Beispiel einen Hinterreifen. Da merkt man schon, der ist ein ganzes Stückchen mehr abgefahren als der hier. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Aber die Hinterreifen werden deutlich mehr beansprucht durch die Starrachse. Ist logisch. Aber das zeigt uns, dass man die Reifen extrem lange wird man damit nicht sparsam. Irgendwann werden die nämlich rund. Also das Profil wird dann rund und dann hat man ein Problem, würde ich sagen. Was wurde ich noch gefragt zu dem Auto? Wie gesagt, die Dämpfer habe ich jetzt, finde ich, perfekt eingestellt. Also wie gesagt, sie haben noch Ausfederweg, wie man das hier schön sieht. Aber sie federn nicht komplett bis auf den, also er schlägt nicht auf, sieht man ja auch definitiv, sieht man das ja hier an der Unterseite. Hier ist ja nichts zerkratzt oder so. Also nicht viel, klar, ein paar Kratzer gibt es, aber das kann man deutlich schlechter machen, bin ich der Meinung. Was die Schrauben angeht, perfekt. Ich habe mit Absicht die Schrauben nicht nachgezogen, als ich das Auto das erste Mal gefahren habe, um zu gucken, ob die denn gesichert sind. Und es sind scheinbar, ich habe noch keine rausgedreht, scheinbar alle gesichert, weil ich habe nicht eine einzige Schraube verloren. Das ist schon mal echt cool, muss ich sagen. Das gefällt mir. Bei extrem vielen anderen Autos verliert man bei der ersten Fahrt erstmal sämtliche Schrauben am Antriebsstrang oder an Rädern oder was auch immer. Und ja, hier scheinen alle gesichert zu sein. Heckseite ist auch noch komplett kratzfrei, alles. Alles wunderbar. Kann man echt nicht meckern, sonst keinerlei Kratzer oder irgendwas. Also der sieht wirklich noch richtig schick aus, wie fast am ersten Tag. Außer hier oben die kleine Macke. Und ja, was ihr von mir hören wollt, wahrscheinlich Kaufempfehlung, kann ich euch insofern aussprechen, wenn ihr so ein Auto sucht. Ich finde, das Auto an sich ist eine geile Basis für einen echten Shortcourse-Truck, weil ich habe mitbekommen, dass viele, viele Leute das so mal machen wollen, weil es ist ja im Endeffekt nicht viel Aufwand. Ich habe das Ganze probiert mit einer Senten Karo. Und die Karo passt perfekt auf dieses Auto, sogar mit den originalen Reifen. Hört die Karo genau am Außenrand auf, also an der Flanke vom Reifen, vorne wie hinten, passt wirklich perfekt. Muss man dann sehen, man könnte sogar eine Karo nehmen und die dann in dem, einen Moment, in dem Bereich hier ausschneiden, dass man diese Heckpartie dann so lässt. So haben das ja echte Trophy Trucks meistens auch. Ja, ihr dürft das jetzt nicht verwechseln mit Stadium Trucks, also
wie Trucks the Slash ist ja ein Stadium Truck. Ich rede jetzt von Trophy Trucks. Die haben das ja so, dass hier hinten so ein Käfig ist und so alles mit die Dämpfer außen liegend. Ja. Wie gesagt, ich werde das auch probieren, aber wann kann ich euch nicht versprechen, wann das der Fall wird. Auf jeden Fall werde ich den auch noch zum Shortcost Truck umbauen oder zum Trophy Truck. Da kommt auf jeden Fall mal eine Karo und ja, dann werde ich das Ganze mal probieren. Die Dämpfer, nochmal zu die Dämpfer zu kommen, haben keinerlei irgendwie Flüssigkeit verloren, also Dämpferöl, das ist auch noch das Originale, sind komplett dicht, haben auch nicht viel abbekommen, ist halt alles ziemlich gut geschützt. Achso, ja, was mir noch negativ aufgefallen ist, und zwar, hier kommt ja eigentlich nicht viel Dreck rein, weil er schließt ja wirklich schön bündig hier unten ab mit der Chassiswanne. Problem ist aber, wenn hier was reinkommt, bleibt es hier. Ich hatte es noch nicht, aber ich kann mir vorstellen, wenn ihr jetzt hier mal schaut, hier in dem Bereich, ich weiß nicht, ob man das erkennt, ich sehe es echt total beschissen. Wenn ihr es nicht seht, tut es mir leid. Hier ist ja der, ich will mal Driveshaft sagen, die Antriebswelle vom Getriebe zum vorderen Diff und hier geht die zum hinteren, zur Starrachse. Und hier drunter ist circa, müsste ich lügen, 5 mm Platz. Wenn da ein großer Stein sich verkeilt, denke ich mal, wenn die Slipper nicht richtig eingestellt ist, zerhaut es euch die Antriebswelle. Weil hier ist überall ein bisschen Luft drunter. Also hier ist keine Luft drunter, aber hier ist Luft drunter. Hier kann man den Schrauber reinstecken. Hier und da sammelt sich der Dreck. Ich hatte jetzt zum Glück, weil ich auf Rasen und auf Laub gefahren bin, hier fast nur Blätter und kleine Stöckchen drinne. Aber wenn ihr damit im Kies fahrt oder so, im gröberen Kies, und die sammeln sich hier drinne, ist echt Kacke. Kann man Abhilfe schaffen? Klar, vollkommen logisch, indem man, hier vorne hat man ja schon so schöne Fenster und alles, wenn man sich hier irgendwie ein Gitter reinzieht oder so, und hier sieht erstens mal noch ein bisschen geiler aus und es kommt halt nicht so viel Dreck rein, weil von den Rädern selber kommt ja nicht viel rein, und wenn jetzt ein Auto zum Beispiel vor euch fährt und dann fliegt der Dreck hier alles rein, landet dann da drinnen und das lässt sich halt echt kacke wieder rausmachen. Ja. Das ist noch so ein Punkt, hätte man vielleicht ein bisschen anders machen können, aber gut, die wollten halt den Schwerpunkt niedriger setzen, aber ja, okay. Sonst ist mir, wie gesagt, soweit nichts negativ aufgefallen, mir ist nichts kaputt gegangen, die Sachen, die man hätte ändern können oder anders machen können, habe ich euch ja eben genannt. Wie gesagt, der Bumper finde ich richtig cool, der macht total seinen Job, der liegt auch ein ganzes Stück vor dem Reifen. Damit macht ihr euch nichts kaputt. Tja, wie gesagt, für mich top Auto. Finde die Autos ja sowieso, also die Ort ganz geil. Und der hat mich echt überzeugt. Ich muss ehrlich sagen, ich hätte nicht gedacht, dass er so gut ist. Wie gesagt, das ist jetzt nur nach ungefähr 6 oder 7 Akkuladung. Mein erster Eindruck von dem Auto, der kann sich natürlich noch ändern in der nächsten Zeit, aber ich werde euch auf jeden Fall davon berichten. Und was gibt es noch zu sagen? Eigentlich nicht viel. Schönes Modell, kann man nicht anders sagen. Sieht auch cool aus, finde ich. Viele sagen, es ist einer der hässlichsten Buggys des Jahres. Finde ich irgendwie gar nicht. Also mir gefällt er echt gut. Wie gesagt, hatte ich ja schon im Unboxing gesagt, matt hätte ich ihn noch geiler gefunden. Aber okay, ist halt Geschmackssache. Zum Glück sind wir da nicht alle gleich. Das soll es aber soweit von mir gewesen sein. Ich denke, das reicht auch für den ersten Eindruck. Und mal sehen, ein Review wird bestimmt auch noch folgen. Wenn ihr noch Fragen habt zu dem Auto oder allgemein, schreibt mich hier an. Lasst einen Kommentar da. Schaut bei Facebook, Instagram, scheiß die Wand an.
Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.